Hallo und herzlich willkommen zu Sternenlicht, dem Podcast der Sternwarte St. Andreasberg. Wissenschaft, Natur und Kultur barrierefrei erleben, das ist unser Motto und das sind auch die Themen in diesem Podcast. Wir sind die Mitglieder der Sternwarte St. Andreasberg e.V. und wünschen dir eine gute Unterhaltung. Disclaimer: Haftungsausschluss. Diese Podcast-Folge des Podcast Sternenlicht ist eine rein fiktive Erzählung. Jede Übereinstimmung mit tatsächlichen Ereignissen oder lebenden Personen wäre rein zufällig. Prolog. Eine Reise beginnt. Stell dir vor, du betrittst die Sternwarte St. Andreasberg an einem klaren, an einem sternklaren Abend. Die kühle Nachtluft kitzelt deine Haut, während die funkelnden Sterne über dir ihre uralten Geschichten flüstern. Die leise Aufregung der Besucher erfüllt die Atmosphäre. Sie sind bereit, die Unendlichkeit zu erkunden. Im Inneren des Vortragsraums herrscht eine fast greifbare Spannung. Eine Mischung aus wissenschaftlicher Neugier und kindlichem Staunen, wie es einst auch die großen Entdecker verspürten. Du nimmst Platz. Das Licht dimmt sich und eine sanfte Melodie trägt dich auf eine Reise durch Raum und Zeit. Unser heutiges Abenteuer führt uns zu einem der faszinierendsten Planeten unseres Sonnensystems, dem Mars. Gemeinsam werden wir durch die Zeit reisen, von den Mythen und Legenden der Antike über die revolutionären Entdeckungen der Renaissance bis hin zu den modernen Missionen, die den roten Planeten aktuell und zukünftig erkunden. Aber was ist es, das den Mars so besonders macht? Welche Geheimnisse verbirgt dieser rote Planet? Und wird der Mars uns die Antwort auf die uralte Frage nach außerirdischem Leben geben können? Der Chrononavigator. Ein wissenschaftliches Wunder. Im Zentrum des Vortragsraumes der Sternwarte steht ein hochentwickeltes Gerät. Der Chrononavigator, wie uns ein kleines Schild verrät. Dieses fiktive, aber auf fortschrittlicher Quantenphysik basierende Gerät ermöglicht es uns, durch die Zeit zu reisen und die Geschichte des Universums und des Planeten Mars zu erforschen. Die anderen Zuhörer sitzen mit dir gespannt und erwartungsvoll, als plötzlich die Tür aufgeht und zwei Männer in seltsam anmutenden Raumanzügen den Raum betreten. Sie wirken, als wären sie geradewegs aus der Zukunft gekommen, jedenfalls ein wenig wie aus der Zeit gefallen. »Guten Abend, meine Damen und Herren«, beginnt einer der Männer mit fester Stimme. »Mein Name ist Hendrik und das ist mein Kollege Matthias. Wir sind Ihre Reiseführer für diese außergewöhnliche Zeitreise.« Matthias ergänzt: »Was Sie heute erleben werden, ist kein gewöhnlicher Vortrag, sondern eine handfeste Expedition durch Raum und Zeit. Wir werden die Geheimnisse des Mars erkunden, von den Mythen der Antike bis zu den modernsten Entdeckungen der Zukunft. Sind Sie bereit, die Grenzen des Bekannten zu überschreiten?« Niemand widerspricht, vielleicht auch wegen der Überraschung. Mit einem sanften Druck von Hendrik auf die rot leuchtende Aktivierungstaste des Chrononavigators beginnt unser Abenteuer. Wir werden, wie in einer Blase durch Zeit und Raum gewirbelt, sicher und geborgen, während die Jahrhunderte im Schnelldurchlauf an uns vorüberziehen. Was wird uns diese Reise enthüllen? Welche Mysterien werden wir lüften? Mit einem kleinen Rädchen am Chrononavigator lässt sich die Größe der Zeitblase jederzeit verändern. Hendrik vergrößert die Blase fürsorglich für noch mehr Komfort und wir lassen erstaunt die Jahrhunderte an uns vorüberziehen.
Mars in Mythen und Legenden. Unsere Reise beginnt in der Antike. Der Chrononavigator versetzt uns in eine Ära, in der die Menschheit die Mysterien des Himmels noch mit Göttern und Mythen erklärten. Unter einem sternklaren Himmel stehen wir nun, umgeben von römernen Togen, die ehrfürchtig zum Mars emporblicken. Für sie ist der leuchtend rote Punkt am Nachthimmel mehr als nur ein Planet. Er ist der göttliche Kriegsherr, Mars. Wir tauchen ein in ihre Gespräche, lauschen den Geschichten und Legenden, die sie über den Kriegsgott und den roten Planeten erzählen. Matthias führt uns mit großer Begeisterung durch diese Zeit und erklärt: Hier in dieser Zeit vermischt sich noch die Neugier der frühen Astronomen mit der Poesie der Mythologie. Doch was fasziniert die Menschen so sehr an diesem roten Punkt am Himmel? Wir reisen weiter zu den Griechen, die leidenschaftlich über die Natur des Universums diskutieren. Philosophen wie Aristoteles und Ptolemäus versuchen, den Platz des Mars im Kosmos zu verstehen. Die Griechen verbinden den Mars mit ihrem Gott Ares und schaffen zahlreiche Legenden, die die Fantasie ihrer Zeitgenossen beflügeln. Auch in Mesopotamien und Ägypten beobachten die Menschen den Mars und integrieren ihn in ihre Astronomie und Mythologie. Babylonische Astronomen führen akribische Aufzeichnungen über die Bewegung des Mars und versuchen, seine Bahn am Himmel vorherzusagen. Diese frühen Wissenschaftler legen den Grundstein für die zukünftige Erforschung dieses Planeten. Heute wissen wir, dass die rötliche Färbung des Mars durch das Eisenoxid auf seiner Oberfläche verursacht wird, also quasi rostiger Staub, der den gesamten Planeten bedeckt. Doch in der Antike sind diese wissenschaftlichen Erklärungen noch gänzlich unbekannt. Stattdessen lassen die Menschen ihrer Fantasie freien Lauf und schaffen Geschichten, die ganze Generationen überdauern werden. Aber warum ist der Mars rot? Was steckt wirklich hinter diesem rostigen Staub? Aufstieg der Astronomie. Ein neuer Klick am Chrononavigator durch Hendrik und wir rasen durch die Zeit ins 17. Jahrhundert. Eine Ära des Aufbruchs und der Entdeckungen. Wir finden uns in einem alten Observatorium wieder, umgeben von Wissenschaftlern in dunklen Roben, deren Augen vor Wissensdurst und Entdeckungsfreude regelrecht leuchten. Vor uns thront ein majestätisches Teleskop auf den Mars gerichtet, als ob es die Geheimnisse des Kosmos tatsächlich lüften könnte. Die Luft ist erfüllt von der elektrisierenden Aufregung dieser Zeit, einer Zeit, in der die Menschheit begann, die wahren Bahnen der Himmelskörper zu verstehen und ihren Platz im Universum neu zu definieren. Bereits ein Jahrhundert zuvor hatte Nikolaus Kopernikus mit seinem berühmten Werk über die Umlaufbahnen der Himmelssphären die Welt regelrecht auf den Kopf gestellt. Jetzt steht nicht mehr die Erde, sondern die Sonne im Zentrum des neuen Weltbildes. Unerhört. Wir hören Gespräche über die neuesten Entdeckungen von Galileo Galilei, der gerade seine ersten Beobachtungen der Jupitermonde gemacht hat. Diese Arbeiten revolutionieren das Verständnis des Sonnensystems und stellen das geozentrische Weltbild in Frage. Johannes Kepler, ein deutscher Mathematiker und Astronom, schließt sich diesem neuen Weltbild an und wird selbst zum Kopernikaner. Ausgehend vom kopernikanischen System bestimmt er erstmals die wirklichen Planetenbahnen. Nach langer Suche identifiziert er die verhältnismäßig exzentrische Marsbahn als Ellipse und formuliert seine berühmten Gesetze der Planetenbewegung, die er schließlich in seinem Buch Astronomia Nova publiziert. Diese Gesetze helfen besser zu verstehen, wie die Planeten tatsächlich um die Sonne kreisen und legen den Grundstein für die moderne Himmelsmechanik. Matthias erläutert mit Begeisterung die Bedeutung dieser Entdeckungen und fügt hinzu: Es war eine Zeit des Umbruchs und der Erkenntnisse, in der alte Weltbilder hinterfragt und neue Wahrheiten ans Licht gebracht wurden. Wir spulen die Zeit weiter vor bis ins 19. Jahrhundert, in dem die Beobachtungsinstrumente und Teleskope bereits weiterentwickelt sind.
Als wir durch das Okular eines zeitgenössischen Teleskops blicken, sehen wir die Polkappen des Mars, die sich im Laufe des Jahres verändern. Diese Beobachtungen sind revolutionär und werfen viele Fragen auf. Dunkle Flecken, die wie Kanäle aussehen, ziehen die Aufmerksamkeit auf sich. In den Köpfen der Wissenschaftler dieser Zeit beginnt die Fantasie regelrecht zu blühen. Könnten diese Kanäle das Werk intelligenter Wesen sein? Vielleicht sogar eine Zivilisation, die auf dem Mars lebt? In dieser Epoche wird die Vorstellungskraft der Menschen beflügelt. Bücher und Schriften über den Mars und seine möglichen Bewohner werden populär. Der italienische Astronom Giovanni Schiaparelli berichtet von Canali, was auf Italienisch einfach Kanäle bedeutet, doch in der Übersetzung ins Englische wird daraus Canals, was künstlich angelegte Wasserwege impliziert. Diese Missverständnisse führen schließlich zu wilden Spekulationen und inspirieren berühmte Autoren wie H.G. Wells, der seinen Klassiker Krieg der Welten schreibt, der bis heute noch als Vorlage für moderne Hollywood-Filme dient. Doch neben den fantastischen Theorien gibt es auch handfeste wissenschaftliche Fortschritte. Wir beobachten, wie die Astronomen präzise Messungen vornehmen und die Bahnen der Planeten immer genauer berechnen. Sie nutzen die neuesten Instrumente und Methoden ihrer Zeit, um den Nachthimmel zu untersuchen. Als wir das Observatorium verlassen, werfen wir einen letzten Blick durch das Teleskop. Der Mars erscheint uns jetzt schon etwas vertrauter, doch auch irgendwie geheimnisvoller als zuvor. Hendrik zeigt auf den roten Planeten und bemerkt, was steckt wirklich hinter den Kanälen und den Beobachtungen der Wissenschaftler? Welche Geheimnisse birgt dieser ferne Himmelskörper? Ein Wendepunkt. Ein weiterer Klick am Chrononavigator und unsere schützende Zeitblase formt sich um uns, während wir durch Raum und Zeit gleiten. Nach nur wenigen Minuten finden wir uns im Jahr 1965 wieder im Herzen eines pulsierenden Kontrollzentrums der NASA. Um uns herum summt die Luft vor Spannung und Erwartung, als Wissenschaftler und Ingenieure gebannt auf die Bildschirme starren. Dies ist ein Moment mit historischer Bedeutung, ein Augenblick, in dem die Menschheit erstmals die Oberfläche des Mars aus nächster Nähe sehen wird. Die Mariner 4 hat uns Bilder gesendet, die die kraterübersäte Landschaft eines fremden Planeten enthüllen. Bilder, die unsere Vorstellung für immer verändern werden. Aber wie sah der Mars wirklich aus? Was konnten diese ersten Bilder enthüllen? Die Mariner 4-Mission ist nur der Anfang. Die Daten, die Mariner 4 liefert, sind bahnbrechend. Sie bestätigen, dass der Mars eine dünne Atmosphäre hat, die hauptsächlich aus Kohlendioxid besteht und dass die Temperaturen auf der Oberfläche extrem kalt sind. Die Entdeckungen von Kratern deuten darauf hin, dass der Mars geologisch nicht sehr aktiv ist. Aber die Wissenschaftler wissen auch, dass sie mit diesem Vorbeiflug von Mariner 4 noch nicht einmal an der Oberfläche des Mars gekratzt haben und es weit mehr zu entdecken gibt. Welche Geheimnisse könnten wohl noch unter der Oberfläche verborgen sein? Wir beobachten, wie die Ingenieure die Daten auswerten und die Wissenschaftler beginnen, Hypothesen über die Geschichte und Entwicklung des Mars zu formulieren. Die Mariner 4-Mission ist ein Erfolg und ebnet den Weg für zukünftige Erkundungen. Die Viking-Sonden in den 1970er Jahren und die Mars-Rover Spirit, Opportunity und Curiosity werden folgen und erweitern unser Wissen über diesen geheimnisvollen Planeten. Matthias fügt hinzu, diese Missionen haben unser Verständnis des Mars revolutioniert, aber sie haben uns auch gezeigt, wie wenig wir eigentlich wissen. Jede neue Entdeckung wirft neue Fragen auf und treibt uns weiter an, die Geheimnisse dieses Planeten zu ergründen. Zum Mars.
Mit einem weiteren Klick am Chrononavigator finden wir uns nach extrem kurzer Reisezeit an Bord eines modernen Raumschiffs wieder, das gerade auf dem Mars landet. Das leise Summen der Instrumente und das sanfte Vibrieren des Raumschiffs machen die Ankunft auf dem roten Planeten zu einem unvergesslichen Erlebnis. Der Mars ist der vierte Planet von der Sonne aus gesehen und der zweitkleinste Planet in unserem Sonnensystem nach Merkur. Während wir durch die Fenster des Raumschiffs blicken, sehen wir die karge, rostrote Landschaft, die sich bis zum Horizont erstreckt. Der Mars hat einen Durchmesser von etwa 6.800 Kilometer, das ist etwa halb so groß wie die Erde. Wir sind etwa 228 Millionen Kilometer von der Sonne entfernt, was etwa anderthalb Mal so weit entfernt ist wie die Erde. Unsere Crew bereitet sich darauf vor, den Planeten zu betreten. Der Druckausgleich wird vorgenommen und die Luftschleuse öffnet sich langsam. Als wir den Mars betreten, spüren wir sofort die geringe Schwerkraft. Nur etwa 38% der Erdschwerkraft. Jeder Schritt ist so leicht, als wären wir wie in einem Traum. Aber was werden wir auf dieser fremden Welt finden? Könnte es Hinweise auf vergangenes oder sogar gegenwärtiges Leben geben? Der Mars braucht jedenfalls etwa 687 Tage, um einmal um die Sonne zu kreisen, also fast doppelt so lang wie ein Erdjahr. Aber er dreht sich fast genauso schnell wie die Erde um seine eigene Achse, nämlich in etwa 24 Stunden und 40 Minuten. Das bedeutet, dass wir hier Tage und Nächte ähnlich wie auf der Erde erleben. Die Sonne steht tief am Himmel und wirft lange Schatten über die zerklüftete Oberfläche. Während wir uns umsehen, erkennen wir Merkmale, die uns vertraut und doch fremd erscheinen. Wir sehen riesige Vulkane wie den Olympus Mons, der dreimal so hoch ist wie der Mount Everest auf der Erde. Tiefe Schluchten wie das Valles Marineris erstrecken sich über Tausende von Kilometern. Ein Anblick, der uns schier den Atem raubt. Wir sammeln Proben des roten Staubs, der die Marsoberfläche bedeckt, und lassen sie in unserem mobilen Labor analysieren. Matthias begleitet uns und erklärt die Bedeutung jeder geologischen Formation, die wir entdecken. Die dünne Atmosphäre des Mars besteht hauptsächlich aus Kohlendioxid. Wir tragen unsere Raumanzüge, die uns mit Sauerstoff versorgen und uns vor der harten Strahlung der Sonne schützen. Die Temperaturen sind wirklich eisig. Mit einer durchschnittlichen Oberflächentemperatur von etwa minus 60 Grad Celsius, die jedoch je nach Ort, Jahreszeit und Tageszeit stark variieren kann. In der Ferne sehen wir die Polkappen, die aus gefrorenem Wasser und Kohlendioxid bestehen und sich im Laufe der Jahreszeiten ausdehnen und wieder zurückziehen. Unser wissenschaftliches Team untersucht die Bodenproben auf Spuren von Wasser und organischen Molekülen. Wir wissen, dass der Mars einst viel wärmer und feuchter war, mit Flüssen, Seen und vielleicht sogar einem ganzen Ozean. Diese Erkenntnisse beflügeln unsere Fantasie. Könnte es hier einst Leben gegeben haben? Vielleicht gibt es immer noch Mikroben, tief unter der Oberfläche, die auf ihre Entdeckung warten, erklärt Matthias. Wir bewegen uns weiter über die Marsoberfläche und stoßen auf die Spuren der Rover, die vor uns hier waren. Der Curiosity Rover hat unermüdlich die Marsoberfläche erkundet, Gesteinsproben gesammelt und analysiert und atemberaubende Bilder zur Erde gesendet. Im Gale-Krater hat Curiosity Hinweise auf organische Moleküle gefunden, die Bausteine des Lebens sein könnten. Wir bewundern die Ingenieurskunst, die es diesem Rover ermöglicht hat, so viele wertvolle Daten zu sammeln. Hendrik erklärt, diese Rover sind unsere Augen und Hände auf dem Mars. Sie haben Pionierarbeit geleistet und uns den Weg für zukünftige Missionen geebnet. Wir reisen weiter zum Jezero-Krater, wo der neueste Rover Perseverance im Jahr 2021 gelandet ist. Wir beobachten seine Arbeit aus der Nähe, wie er Proben sammelt und in spezielle Behälter verpackt, die in zukünftigen Missionen zur Erde zurückgebracht werden sollen. Die Spannung ist greifbar, als wir sehen, wie Perseverance nach Anzeichen von vergangenem Leben sucht. Wir verbringen den gesamten Tag auf dem Mars. Die Atmosphäre ist dünn, sie ist etwa 100 Mal dünner als die Erdatmosphäre und bietet kaum Schutz vor der harten Strahlung der Sonne und im Weltraum. Die Temperaturen schwanken wirklich extrem, was den Aufenthalt von Menschen hier besonders herausfordernd macht. Doch es gibt Hinweise darauf, dass auch die Marsatmosphäre in der Vergangenheit dichter war und daher ein wärmeres und feuchteres Klima unterstützte.
Unsere Reise führt uns weiter zu den Monden des Mars, Phobos und Deimos, die wir vom Mars aus mit einem modernen Teleskop beobachten. Wir sehen diese kleinen, unregelmäßig geformten Monde, die eigentlich wie Kartoffeln aussehen. Phobos und Deimos umkreisen den Mars sehr schnell. Phobos umkreist den Mars dreimal am Tag und Deimos benötigt etwa 30 Stunden für einen Umlauf. Deimos verursacht häufig Sonnenfinsternisse auf dem Mars, die jedoch nur kurz, also gerade einmal 30 Sekunden andauern und die Sonne auch nicht vollständig bedecken können. Dennoch sind sie ein faszinierendes und spukhaftes Schauspiel, das wir aus erster Hand erleben können. Nach einem langen Tag voller Entdeckung und Forschung kehren wir zu unserem Raumschiff zurück. Nach dieser Zeitreise in die nahe Zukunft wollen wir wieder in die Gegenwart zurückkehren, voller Ehrfurcht vor den Kräften, die diesen Planeten einst geformt haben. Die Erkenntnisse, die wir gesammelt haben, werden uns helfen, die Geschichte des Mars weiter zu entschlüsseln und vielleicht eines Tages die Frage zu beantworten, ob dort wirklich einst Leben existierte oder vielleicht sogar noch immer existiert. Könnten wir eines Tages Spuren von Leben finden? Ein letztes Mal drücken wir den roten Knopf am Chrononavigator, die schützende Blase bildet sich zuverlässig wie immer und es geht nach Hause, zurück ins Heute. Zurück in der Gegenwart ist dank der Zeitblase, in der wir uns bewegt haben, fast keine Zeit seit dem Beginn unserer Reise vergangen. Draußen haben Mitglieder der Sternwarte ihre Teleskope aufgebaut und wir nehmen jetzt an einem unserer spannenden Beobachtungsabende teil. Wie immer gibt es reichlich Verpflegung mit Kaffee und Kuchen, aber auch Deftiges und Vegetarisches vom Grill. Hungrig sind wir nach dieser langen Reise auf jeden Fall schon. An diesem klaren Abend richten wir gemeinsam unsere Teleskope auf den Mars und ihr könnt die faszinierenden Details dieses Planeten selbst sehen. Unsere ehrenamtlichen Vereinsmitglieder sind bereit, euch mehr über den Mars und die aktuellen Forschungsprojekte zu erzählen und erwarten euch bereits. Die Sternwarte St. Andreasberg ist nicht nur ein Ort für spannende Beobachtungen, sondern auch ein Treffpunkt für alle, die sich für Sterne und Planeten interessieren. Unsere Mitglieder arbeiten alle ehrenamtlich und teilen ihre Leidenschaft für die Astronomie. Hier könnt ihr von den Erfahrungen und dem Wissen unserer Mitglieder profitieren und euch mit Gleichgesinnten austauschen. Bevor wir uns endgültig verabschieden, treten Hendrik und Matthias noch einmal nach vorne. Es war uns eine große Freude, euch auf dieser außergewöhnlichen Reise durch Raum und Zeit begleiten zu dürfen, sagt Hendrik mit einem Lächeln. Wir hoffen, dass ihr genauso fasziniert und inspiriert seid wie wir. Matthias fügt hinzu, denkt daran, dass die Wunder des Universums immer nur einen Blick durch das Teleskop entfernt sind. Egal, wie weit wir reisen und wie viel wir entdecken, das Staunen und die Neugierde sind das, was uns antreibt. Werde Teil unserer Sternwartenfamilie. Bevor wir zum Ende unserer heutigen Episode kommen, möchten wir euch einladen, Teil von unserer Sternwartenfamilie zu werden. Ob als Besucher unserer Veranstaltungen, als Teilnehmer unserer Workshops beim St. Andreasberger Teleskoptreffen, demnächst in ein paar Wochen wieder, oder sogar als Vereinsmitglied, einfach fördernd oder aktiv. Bei uns findet jeder einen Platz, der sich für das Universum begeistert. Und wenn dich das alles fasziniert, deine Möglichkeiten aber nichts anderes zulassen, dann kannst du die Sternwarte jederzeit auch mit einer Spende direkt unter diesem Podcast unterstützen. Wir freuen uns auf deinen Besuch und darauf, gemeinsam mit euch den Nachthimmel zu erkunden. Besucht unsere Webseite für mehr Informationen und bleibt gespannt auf die nächste Episode von Sternenlicht.